hier, Leben Wrestling. Mercedes Moné bei Forbidden Door. AEW und New Japan Pro Wrestling befinden sich laut Wrestling Inc. wohl gerade in Gesprächen über einen möglichen Auftritt von Mercedes Moné beim Crossover-Event Forbidden Door am 25. Juni. Grundsätzlich wollen beide Parteien einen Auftritt der ehemaligen Sasha Banks, allerdings fällt die 31-Jährige gerade mit einer Verletzung aus. Es ist fraglich, ob sie rechtzeitig für das Event fit wird. Für den Fall eines Comebacks bei der Show soll Moné gegen die ehemals als Paige bekannte Saraya antreten. Seth Rollins kritisiert Roman Reigns. Bei einem Auftritt im My Love Letter to Wrestling Podcast sprach Seth Rollins davon, froh darüber zu sein, dass es endlich wieder zwei World-Titel in der WWE gäbe. Es sei für die Fans nicht mehr zumutbar gewesen, einen Champion zu haben, der nur selten in den Shows auftritt. Ob Rollins diese Aussagen in seiner echten Persönlichkeit oder mit seinem In-Ring-Charakter traf, ist unklar. WRKD Wrestling berichtet dazu, dass es aktuell Planungen gibt, Roman Reigns und Seth Rollins bei der Survivor Series kommenden November gegeneinander zu stellen und diese Aussage schon ein erster Hinweis auf eine Fehde der beiden darstellen sollte. TikTok-Zwillinge bald mit Match bei WWE? Seit geraumer Zeit halten sich die TikTok-Zwillinge Hayley und Hannah Cavender backstage bei der WWE auf. In einem Interview mit Chris Vanini gaben die Zwillinge nun an, bald selbst eine Wrestling-Ausbildung starten zu wollen. Sie bekämen von der WWE momentan die Möglichkeit, alle Bereiche des Wrestlings in der Firma auszuloten, um zu schauen, ob sie wirklich in das Geschäft einsteigen wollen. Im Juli ist für die Zwillinge ein Tryout vorgesehen. Ob sie letztlich von der WWE unter Vertrag genommen werden, bleibt abzuwarten. Bray Wyatt beim SummerSlam? Wie Xero News zuerst berichtete, plant die WWE fest mit einem Comeback von Bray Wyatt in den Wochen vor dem SummerSlam-Event am 5. August. Nach seinem Comeback soll Wyatt noch eine Weile die Geschichte um Uncle Howdy fortführen, längerfristig ist für Bray Wyatt jedoch weiterhin eine Rückkehr des Fiends in Planung. Achtung, die folgende Meldung enthält SmackDown-Spoiler. Neuer Women's Titel für Asuka. In der aktuellen Ausgabe von Friday Night SmackDown bekam Asuka einen frischen Titel überreicht. Der neue Gürtel trägt den Namen WWE Women's Championship. Danach wurde sie von Charlotte Flair zu einem Titelmatch herausgefordert, das nun in 3 Wochen stattfinden soll. Ob Asuka den neuen Titel dann schon wieder an Flair verliert, bleibt abzuwarten.